Hallo ihr Lieben auf dieser großen Welt. Ihr seht hier ein noch unfertiges Repaint. Und zwar wurde ich gefragt, wie mache ich denn eigentlich Real Eyes? Und ich habe mir gedacht, da ich gerade hier zwei Repaints habe, das andere ist hier drüben, sie hier, ist noch nicht fertig, die beide noch Hufe und Augenbrauen haben, habe ich mir gedacht, mache ich bei ihm doch einfach mal ein Tutorial, wie man Real Eyes macht. Ja, das ist jetzt hier mein erster Pro-Roon. Ich kann ihn mal kurz zeigen. Er hat hier so eine Fläche, die so in der Mitte nicht ganz zu ist. Er ist ein Pro-Roon. Und ich finde ihn persönlich echt schön geworden. Er hat hier auch aufgepflanzt Abzeichen. Er ist wirklich schön schattiert. Ja, ich glaube, das sieht man. Er hat auch einen Aalstrich. Und ja. Er braucht eben noch Hufe und Augen. Seinen Namen verrate ich nicht. Der kommt dann im Repaint-Update, genauso wie der Name von der anderen da drüben. So, und jetzt ja, wollte ich euch erstmal sagen, was ihr dafür braucht. Einmal Farbe weiß auf jeden Fall. Dann schwarz. Hier hinten. Dann hier. Ich hoffe, ihr seht es. Das sind so Schachtelspiegel, die vorne angespitzt sind. Ich habe jetzt einen ganz langen und zwei kleinere. Ich nehme jetzt in jedem Fall einen kleineren. So, jetzt sieht das besser, weil der dafür besser ist. Aber ihr könnt euch auch mehrere dazu nehmen. Ihr müsst sie halt wirklich nur vorne ziemlich anspitzen, damit ihr da auch hinkommt. Und dann braucht ihr entweder also wenn ihr braune Augen machen wollt, entweder eine dunkle Braun oder wenn ihr blaue Augen machen wollt, eine Blau. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber wie kriege ich jetzt das Hellere hin, das mischen wir danach. Okay, dann würde ich mal sagen, ja, anfangen. So, in meinem Fall jetzt wären das braune Augen. Ich mache halt braune Augen. Dann mal kurz zur Seite. Ihr nehmt jetzt erstmal weiß. Ihr müsst da eigentlich, wenn ihr jetzt hier so einen Deckel habt, nichts da reintun, weil das reicht es eigentlich, wenn ihr das hier vom Deckel wegnimmt oder da. Ihr nehmt es auf jeden Fall das Teilchen hier. Nehmt das womöglich nicht irgendwie so wirklich am schlimmsten ist und dann weiß. Seht ihr jetzt? Und malt damit das Auge des Pferdes an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das euch zeigen kann, ob das ein bisschen zu schwer wird. Ich hoffe, ihr seht's. Also müsst ihr euch wirklich konzentrieren. Und wenn ihr rausmalt, könnt ihr einfach mit einem normalen Pinsel dann nehmen und die Farbe dann an der Seite wieder wegmachen. Da wo ihr so gemalt habt. Ihr müsst natürlich auch wirklich vorsichtig sein, weil ihr sonst da ziemlich schnell Knoten wegmachen könnt. Da könnt ihr dann mit so einem Tuch das Wasser einfach abheben. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Dann nehme ich ein bisschen ausgemalt. Jetzt geht ihr dann mit dem Tuch hin und ihr seht hoffentlich, dass das Tuch das Wasser einfach einzieht und dass ihr da gar nicht mehr viel machen müsst. Könnt ihr noch ein bisschen Finger wegmachen. Ich muss es da leider noch ein bisschen drüber, weil es ein bisschen raus ist. Ja,
Ich müsste das leider ein bisschen sonst nicht sehe. Und da das Auge ziemlich klein ist, solltet ihr wirklich da aufpassen und nicht zu große Sachen nehmen. Weil es wirklich schnell geht. Das nehmen wir mal raus mal. So, ich hoffe, man kann es jetzt erkennen. Es sieht ein bisschen gruselig aus. Wird halt ein bisschen zu viel dran. Aber ich glaube, man erkennt es. Das macht ihr es halt auf beiden Seiten. Das ist einfach wirklich ganz. So, ich hoffe, man erkennt es. Es sieht hier wirklich ein bisschen gruselig aus. Auf jeden Fall macht ihr beide Augen jetzt mal